Auch von meiner Seite herzliches Grüß Gott miteinander. Ich möchte mich ganz kurz vorstellen, Johann Fischer, bin auch Mitarbeiter vom Institut hier und bin in der Beratungspraxis vor Ort draußen. Und ich denke, das ist ganz gut, wenn man so eine Vision hat, Varroa 2033, dass man mal wissen, wo stehen wir jetzt, wo kommen wir her und wo wollen wir letztendlich hinkommen. Und darum möchte ich einfach mal die Situation so schildern, wie wir, die direkt an der Front draußen stehen, und zwar ist nicht nur in speziellen Züchtergruppen, sondern die breite Masse der Imkerschaft. Und das denke ich auch mal, wo man immer sich für Augen halten sollte, wenn wir wissen wollen, wo wir hinwollen, wir müssen alle mitnehmen, sonst funktioniert es schlecht. Varroa Management, wir haben jetzt seit über 40 Jahren die Varroa Milbe hier. 40 Jahre lang, wo wir uns damit auseinandersetzen, und wir haben wir vorher in der Begrüßung schon gesagt, wir haben eigentlich eine gut gefüllte Werkzeugkiste, es ist eigentlich alles bekannt. Von dem her müsste man, wenn man die Werkzeuge und die Werkzeuge haben, auch in entsprechende Beratungsempfehlungen umsetzt und einfach auch die lokalen Ansprüche. Und als Beispiel, wir haben es hier zum Beispiel in Bayern, diesen dreiteiligen Flyer über Diagnose, eine ganz wichtige Stütze, über die Biotechnik und auch über die medikamentösen Standardverfahren. Das ist unser Weg, wie wir auch möglichst viele erreichen wollen, auch als Handhilfe, dass sie sehen, was kann man wie machen, wie muss ich vorgehen. Zum Beispiel die Diagnose zu welchem Zeitpunkt, was sagen uns die Werte, sei es mit der Becherprobe, sei es mit der Gemüllprobe. Die biotechnischen Verfahren, auch da gibt es viele, wo schon erprobt sind. Wie kann man es in die normale Betriebsweise mit einbinden, welches Equipment braucht man, welche Vor- und Nachteile. Bis hin natürlich auch diese medikamentösen Standardverfahren, welche Behandlungsmittel gibt es, das Richtige zum richtigen Zeitpunkt und so weiter. Eigentlich müsste man von dem her, nachdem alles da ist, mit der Varroa uns keine Sorgen mehr machen. Die müsste eigentlich, oder Ausfälle durch Varroa, die Ausnahme darstellen. Aber die Realität schaut leider anders aus. Wir haben jedes Jahr immer wieder Verluste durch Varroa-Milbe, die mal mehr, mal weniger sind. In schlechten Jahren geht es teilweise bis deutlich über 20%. Und da ist ein Großteil wirklich Varroa. In guten Jahren sind wir um die 10%. Und das ist natürlich einfach viel zu hoch. Und wie gesagt, Varroa nach wie vor eine der Hauptursachen in der Verluste. Und das Problem ist natürlich, was wir in der Praxis sehen, dass diese Bekämpfungsmaßnahmen vielfach einfach unzureichend umgesetzt werden, falsch umgesetzt werden oder gar nichts gemacht werden. Und viele Imker wissen überhaupt nichts, was mit der Varroa zu tun hat. Wie Varroa und Bienenfolge überhaupt zusammenspielt, die Biologie der Varroa-Milbe, was passiert wann, sondern die haben einfach so eine Vorstellung, à la Rezept, dass sie zum Beispiel aus dem Kuchenrezept können und so meinen, sie könnten mit Varroa zurechtkommen. Geht in manchen Jahren durchaus einigermaßen gut, in anderen Jahren natürlich schlecht. Und wenn wir sehen, was alles so einen Einfluss hat, und da geht es oft schon los, dass viele dieser Faktoren gar nicht in Betracht gezogen werden, mit wie viel Milben startet so Erfolg in die Saison? Wissen viele gar nicht. Sie machen einfach ihre Standardbehandlungen ohne Erfolgskontrolle, ohne Kontrolle, ob zum Beispiel Winterbehandlung zum richtigen Zeitpunkt gemacht worden ist oder nicht. Das Management, Diagnose, ein großes Manko. Nach wie vor. Wenn wir Völker verlieren oder Rückmeldungen bekommen als Berater und fragen, wie hoch war der Varroa-Druck, meistens der Schulterzucken, wissen wir nicht. Das ist natürlich der erste Übel, mit dem kann man nichts anfangen. Das ist einfach immer so ein gewisser Blindflug. Auch die Betriebsweise oder welche Behandlungen, eher schwierig. Der Infektionsdruck, das heißt, welche Sekundärinfektionen werden übertragen. Das sind alles nur diese Deformed Wing Virus. Aber es sind die anderen Virenerkrankungen genauso, wo die Bienenvölker schwächen, wo dazu sorgen, dass die Völker nicht überwindungsfähig sind. Die Volksentwicklung, sind sie geschwärmt, haben sie Brutpause gehabt, wann war der Frühjahrsbrutbeginn? Solche Faktoren werden auch nicht in Betracht gezogen. Und was ganz schwierig ist, die Umgebung. Jeder ist gedanklich in seine Insel und geht von sich aus und vergisst, dass eigentlich das ganze Umfeld genauso mitarbeitet. Sowohl positiv wie negativ. Und natürlich der Witterungsverlauf. Auch das erlebt man häufig. Sie machen eine Behandlung, das geht schief. Und wenn man sich die Daten geben lässt, man kann im Rückblick schauen, was habe ich für Witterungsbedingungen in der Region gehabt, stellt man manchmal fest, die haben zwar eine Behandlung gemacht, aber zum komplett falschen Zeitpunkt, weil es zu kühl, zu nass oder beides war.
von der Bienendichte. Und das ist vielen gar nicht so bewusst. Ich stelle es immer mal vor, wir haben üblicherweise so einen Flugradius von 3 Kilometern. Wir wissen alle, dass die teilweise weiterfliegen. Räuberei zeigt es, dass auch 4 oder 5 Kilometer nicht unbedingt ein Riesenproblem ist. 3 Kilometer ist aber allein eine Fläche mit 28 Quadratkilometern. Wir haben in Bayern eine Bienendichte von ca. 3,5 Völker pro Quadratkilometer. Das wird in anderen Bundesländern ähnlich sein, in einigen ein bisschen niedriger. Aber wenn man diese Bienendichte unterstellt, dann kommt im Flugkreis eines Volkes im Schnitt 98 Völker. Also roundabout 100 Völker. 100 Völker entspricht nach der durchschnittlichen Größe einer Imkerei ca. 12 bis 14 Imker. Das heißt, diese 12 oder 14 Imker im Umkreis stellen ein Problem dar, wenn sie nichts machen. Da stellt sich die Frage, wie viele dieser Imker nehmen regelmäßig an Fortbildungen teil und erfassen zum Beispiel den Milbenbefall. Wenn man dann das schaut bei sich selber in den Ständen, ob sie alle kennen und wenn sie da organisiert haben in den Vereinen, ob die alle regelmäßig erscheinen, ob die regelmäßig einfach up to date sind. Wie viele diese Imker behandeln wirklich? Egal wie, ob das medikamentös ist oder über Biotechnik, ist es mal eine andere Geschichte. Aber wer geht aktiv gegen die Milben mit vor? Und dann wissen wir, dass wenige nachlässige Imker durchaus ein ganzes Flugkreis immer mit Milben versorgt, beliefert es, denen brechen die Völker zusammen. Und wir sehen das in der alltäglichen Beratungspraxis. Auch vergangenes Jahr, Juli, August, nichts Auffallendes, auch die Rückmeldung von der Imkerschaft, alles im grünen Bereich. Und ab September kamen die ersten Meldungen, massiver Milbeneintrag. Und dann das Problem, wie kriegen die das in den Griff? Also da ist es genau dieses Bild, da brechen die ersten Völker zusammen und die Milben streuzen die Nachbarregionen. Und das macht es natürlich insofern auch schwieriger, nachdem die Witterung dem zuträglich ist. Wenn man die letzten Jahre anschaut, ist die Witterung im Herbst bis teilweise im November hervorragende Flugbedingungen. Früher war es einfach, da war irgendwann Ende September Ende der Flugaktivität. Wenn Völker danach zusammenbrachen, war die Gefahr, dass andere Völker die ausräumen, geringer. Mittlerweile wird das ein größeres Problem. Das heißt, das wirkt sich verstärkend durch diese Witterungsverläufe. Außenfortbildung. Ich kann jetzt mal von meinem Gebiet ausgehen. Ich habe in meinem Beratungsgebiet Schwaben ungefähr so 5.300 Imker, wo gemeldet sind. Das sind vielleicht ein paar mehr. Aber es geht mal in der Größenordnung. Und ich habe mir mal die Mühe gemacht, in den Varroa-Kursen und Gesundheitskursen der letzten 5 Jahre habe ich bei mir in der Imkerschule, und wir haben eine zentrale Schulungseinrichtung bei uns in Schwaben, waren das 590 Teilnehmer, wo wir Theorie und wo wir auch Praxis vorgeführt haben, auch biotechnische Dinge vorgeführt haben. Das heißt, gerade 11% der Imker haben die letzten 5 Jahre sich bezüglich Varroa fortgebildet. Das macht es aber nicht bloß wir als Berater. Wir haben ja sehr gute Bienensachverständigen und Fachwarte draußen. Schätzungsweise werden die nochmal so viel erreichen in den Vereinen. Das heißt aber im Umkehrschluss, dass schätzungsweise 3/4 der Imker sich nicht fortbilden. Wo die die Informationen herkriegen, ist eher fraglich. Da werden mit Sicherheit auch gute dabei sein, die sich über Bienenzeitungen, auch über Fachinfobrief etc. sich fortbilden. Aber wir haben von diesen Imkern, die nicht auf diese Fortbildung kommen, mit Sicherheit einen größeren Anteil, denen es schlichtweg wurscht ist, was mit der Milbe ist. Die einfach auch nicht erreicht werden mit Fortbildungen. Was hat sich geändert? Was müssen wir vielleicht tun? Wo müssen wir uns vielleicht in der Varroa-Bekämpfung etwas anpassen? Und dann kommt noch ein weiterer Punkt dazu, die Imkermentalität. Auf der anderen Seite des Grabens ist das Gras immer grüner. Das ist vielleicht so eine menschliche Eigenschaft. Das, was man hat, wird nicht als wertvoller erachtet, als das, was man nicht hat. Und das kann man wirklich in die Imkerschaft durchaus übertragen. Nicht zugelassene Präparate in Nachbarländern. Das ist immer attraktiver. Das muss ja gut sein, weil es bei uns nicht zugelassen ist. Meistens auch ohne Wirkungsnachweis oder sonst was. Und das kriegt man in jeder Veranstaltung mit, sobald irgendein Thema Varroa ist. Und es nicht dem Normalen entspricht, dann spitzen alle die Ohren und toll, Geheimtipp und sonst was. Mund-zu-Mund-Propaganda geht es genauso weiter. Meistens ist es dann, wenn das mal regulär zugelassen ist, dann ist das Interesse jetzt mal dahin.
Das haben wir bei einigen Dingen jetzt schon erlebt in der Vergangenheit. Solange das nicht zugelassen war, hochattraktiv und danach wurscht. Folgen ist dann häufig Fehlanwendungen, Wirkungslosigkeit oder teilweise auch wirklich Schäden an den Bienen. Das heißt, da ist die Behandlung schlimmer als der eigentliche Parasit. Und dazu kommt natürlich, dass manche Verkäufer genau diesen Strohhalm nutzen. Sie bieten vermeintlich einfache Lösungen an, ohne Wirkungsnachweis, und die Imker greifen danach. Dieser berühmte Strohhalm, das als Beispiel Killersand, wo wir vor 2 Jahren, 3 Jahren war es bei uns getestet. Bis es getestet war, hat er sein Geschäft gemacht. Und das versuchen die immer wieder. Bevor es irgendwo im Wirkungsnachweis ist, läuft es 1, 2, 3 Jahre, je nachdem. Und derzeit kann man natürlich die Imker durchaus das Geld aus der Tasche nehmen. In der Hoffnung, dieses Wundermittelchen zu haben. Und das gibt es eben nicht. Und natürlich gibt es gerade in der Internet-Ära viele solche Fake-Aussagen, das ist aber nicht was in der Imkerei, das finden Sie in allen anderen Bereichen genauso, wo solche Dinge gepusht werden und die entsprechenden Gruppen fallen natürlich verstärkt darauf rein. Also das ist auch eine verstärkte Situation, wo wir immer wieder erleben, und das macht es schwierig. Die Imkerschaft dazu ist nur extrem heterogen. Wir haben Bienenhalter, und das ist halt gerade die letzten Jahre, wo dann dieser Hype um die Imkerei auch in den Medien präsent war. Die haben keinerlei Kenntnis über die Biologie der Biene. Die haben keinerlei Kenntnisse, was läuft denn ab, was brauchen die Bienenvölker, welche Ansprüche hat so Bienenvolk. Und haben oft so die Meinung, man tut hier was für die Natur, indem man nichts tut. Das ist die eine extreme Ausprägung. Und die andere, und das ist Gott sei Dank viele, das sind Imker, die sich hervorragend ausbilden, die jede Fortbildung auch nutzen und sich auch entsprechend intensiv um das Wohlergehen der Völker kümmern. Und dazwischen drin haben alle komplette Bandbreite. Und das ist auch diese Variation in dieser Verantwortungsgefühl für die Bienen. Die einen kümmern sich drum und planen alles um die Bienen rum, von Urlaub, Freizeit, zuerst gehen die Bienen vor und den anderen ist es schlichtweg egal. Und vor allem dieser wirtschaftliche Druck, wo hier fehlt. So ein Bienenvolk ist zu billig. Wenn denen Völker zugrunde gehen, dann kaufen sie sich wieder 3, 4 Völker. Und das ist eigentlich das Traurige, dass ein Lebewesen, auch wenn das jetzt vom Preis her noch erschwinglich ist, ist es trotzdem ein Lebewesen, wo hier einfach quasi als Wurstigkeit geopfert wird und man kauft sie wieder neue dazu. Anstatt dass man sagt, wenn man Fehler macht, auch dieser vermeintlich kleinere Verlust ist doch, weil es ein Lebewesen ist, zu groß. Und vor allem die erste Gruppe, die Bienenhalter ohne Kenntnisse, da tun wir es extrem schwer, die irgendwo zu erreichen. Die sind eine eigene Community, da ist die normale Beratung, wird ja eher so als negativ gesehen, das ist ja ausbeuterisch, was die normalen Imker machen. Und von dem her hat man da kaum einen Zugang, dass man die Gruppe überhaupt erreicht. Da geht es nicht darum, dass die jetzt intensiv imkern müssen. Das ist gar nicht unbedingt das Ziel oder dass sie bestandene Formen umsetzen müssen. Wichtig ist uns, dass die Bienengesundheit ein wichtiger Aspekt ist. Und das ist auch, wenn er eine extensiv imkert, muss er die Bienengesundheit intensiv verfolgen. Anderer Punkt noch, Zuchtarbeit. Viele setzen auf die Zucht. Große Hoffnung, gar keine Frage, wir sind auf einem guten Weg. Und das möchte ich auch nicht kleinreden, aber die Realität schaut oft so aus. Wir haben jetzt bei uns in Bayern ca. 39.000 oder 40.000 Königinnen auf Belegstellen. Das ist eine ordentliche Zahl, das heißt Anpaarung mit gezielter oder mit definierter Herkunft. Aber wir haben in der Zuchtwertschätzung nur knapp 2.000, also 1.900 in etwa. Das heißt, so ungefähr 5% der Imker sind auch so bereit, dass sie nicht bloß anpaaren, sondern auch die Völker mal beurteilen, bewerten. Und diese Werte auch eingeben. Das ist das, was du in Kirchen auch in etwa vorgestellt hast, trägt sich mit der Größe. Wenn wir die Varroa-Werte sehen, wie viel dieser Züchter erfassen auch die Varroa-Index-Werte, das heißt die Befallsentwicklung oder auch das Hygieneverhalten, da wären es noch weniger, das sind momentan so circa 800, bis über 800, also so ungefähr 40% der Züchter. Und mit SMR und Recapping-Werten sind wir es ungefähr um die 100. Also da haben wir noch ganz schön Luft nach oben. So möchte ich es mal darstellen. Das ist nicht kleinreden, wir sind auf einem guten Weg. Wir können uns auch bundesweit durchaus sehen lassen.
Nachdem, glaube ich, jetzt die 2000 sind ja zwei Fünftel der ganzen Bundesrepublik kommt ja aus Bayern von den Datensätzen. Also von dem her sind wir in Bayern durchaus okay. Hessen ist stark verbreitet. Aber es ist eine Luft nach oben und da müssen wir auch ansetzen. Vor allem die Zuchtarbeit ist in vielen Diskussionen, auch in Medien oder sonst was, immer negativ behaftet. Weil es immer so diese Zuchtarbeit so als schlechte Situation oder als Qualzucht und sowas vergleicht. Dabei ist aber genau die Zuchtarbeit das Einzige, wo man langfristig eine Biene schaffen könnte, die auch dann resistent dazu ist. Und diese kleine Gruppe, wie gesagt, selektiert das. Und wir haben ein anderes Problem natürlich generell. Und das muss man einfach ein bisschen in die Zukunft schauen. Die Imkerstruktur verändert sich. Und viele der jetzigen Züchter, die auch entsprechend größere Völkerbestand haben, sind einfach schon älter. Und es ist absehbar, dass die irgendwann die nächsten 10, 20 Jahren mit der Zuchtarbeit runterfahren, zurückfahren. Und es kommen weniger neue Junge nach. Das heißt, wir müssen grundsätzlich hier einfach auch neue Züchter rekrutieren, die dann auch einen Teil davon auch bereit sind, sich dafür engagieren, diese Varroa-Resistenzmerkmale zu erfassen. Das macht Arbeit, das macht Zeit, aber das brauchen wir auch. Da müssen wir wirklich in der Basis anfangen. Von den Beratungszielen, was für uns immer sehr, sehr wichtig ist und wo wir versuchen, in allen Ecken und Enden das zu vermitteln, einfach die Zusammenhänge darstellen zwischen Biene, Krankheiten, Milben und so weiter, wie das alles abläuft. Auch diese Populationsdynamiken, Abhängigkeit, die Anleitung zur Befallsentmittlung von Diagnose über Windelprobe bis Puderzucker, Becherprobe. Wir haben es in Züchterschulungen, wir haben es in Praxisschulungen überall, um zu zeigen, dass es kein Hexenwerk ist, dass es machbar ist. Und natürlich auch, wir haben viele Hilfsmittel, Beispiel Varroa-Wetter, dass die es nutzen, dass sie einfach mal reingucken, wann sind die optimalen Zeitpunkte für die jeweilige Maßnahme. Oder auch die Varroa-App, ähnlich wie unsere Corona-App, dass man sieht, was ist der Umkreis. Je mehr das nutzen, desto sicherer wird das, dass man auch das Umkreis ein bisschen einbeziehen kann und solche Gerätschaften und solche Hilfen auch wirklich nutzen können. Auch diese Praxis von biotechnischen Methoden. Wir erleben es immer wieder, wenn man solche Methoden, egal was das ist, vorstellt, dann rollen die Imker mit den Augen, um Gottes Willen, geht man dann nach einen Stand und führt es vor. Ach, so einfach ist das. Und das ist auch der Punkt, wo man wirklich versuchen, praxismäßig das rumzubringen, dass sie sehen, dass es wirklich machbar ist und auch vor allem nicht unbedingt schwierig ist. Man muss das einmal dann selber umgesetzt haben. Und natürlich die Motivation der Zuchtarbeit, wo man allen Ecken versuchen, hier dafür zu werben und auch potenzielle Züchter zum Animieren. Erheb deine Daten einfach, stell sie auch zur Verfügung für die Selektion. Und man sieht dann immer, wenn das erfolgreich ist, dann kommt ein gewisser Stolz mit dazu. Die eigene Zucht, die eigene Königin gezogen. Und natürlich auch in der Selektion, die wo schon Merkmale erfassen, dass die auch verstärkt auf diese Varroa-Merkmale setzen und auch bereit sind, zum Beispiel Brutwabe zum Ziehen für Recapping und SMR-Werte zu erfassen. Ja. So als Fazit, viele Imker sind leider nicht erreichbar, das müssen wir zur Kenntnis nehmen. Wie wir das lösen, wissen wir nicht, da rätseln wir seit vielen, vielen Jahren. Vielleicht kommt das aus dem Gremium mal gute Ideen. Die Imkerschaft, müssen wir auch feststellen, ist extrem heterogen. Von wirklich sehr guten Imkern bis hin zu verantwortungslosen Bienenhaltern, die einfach Bienen aufstellen, ohne dass sie wissen, was sie damit tun. Die Verantwortung ist nicht bei allen Imkern vorhanden. Das müssen wir auch immer wieder kommunizieren. Das ist kein Sportgerät, das ich einfach danach in die Ecke stellen kann, wenn ich keine Lust habe, sondern es ist ein Lebewesen. Und es muss genauso gewertet werden, wie wenn jemand einen Hund oder Katze sich anschafft. Dann gehe ich eine Verantwortung ein und kümmere mich für dieses Lebewesen, solange das eben in meinem Obhut ist. Und natürlich diese Problematik Varroa ist komplex. Und es gibt kein Wundermittel, auch das müssen wir klar machen. Es gibt kein Wundermittel, einmal gemacht und dann ist das Problem gelöst, sondern das sind viele Schritte und viele Maßnahmen, viele Stellschrauben, wo wir hier drehen müssen, damit wir das in den Griff kriegen. Und wir sehen unterm Strich den Beratungsbedarf und auch die Imkerschrei insgesamt ist anspruchsvoller geworden und deswegen ist der Beratungsbedarf größer geworden. Das heißt, wir brauchen viele, die einfach am gleichen Strang ziehen und möglichst gute Arbeit vor Ort draus machen, sowohl für unsere Seite als Fachberater, aber auch die untergeordneten Anführungszeichen
unsere Fachwarte und die Multiplikatoren, die überall auch im kleinen Kreis versuchen, das ein Stück weit zu verbessern. Gut, das zu meinem Thema. Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Sollten Fragen sein, was machen wir es kleiner, oder? Also wir sind gut im Zeitplan, ihr könnt zwei Fragen zulassen. Okay, Dankeschön, vorerst mal.